Hey Leute, ja, kurzes Infovideo hier. Ja, was ist Infovideo? Viele haben mich in Facebook angefragt, wie man zum Beispiel die Sinus-CMS konfiguriert oder wie man das und das macht oder auch an Chemie macht Hotel Online und ja, solche Sachen, da möchte ich euch jetzt gerade ein bisschen aufklären. Also, können wir mal kurz schauen, ob man das hier irgendwie aufrufen kann. Was ihr mir gesendet habt. Ich glaube nicht, weil ich die meisten danach immer direkt lösche, nachdem ich sie beantwortet habe. Oder auch nicht, ja, okay. Wie konfiguriere ich das denn gesehen ist? Ganz einfach, ich zeig's euch schnell. Und nach diesem Video, oder nach diesem Video, kommen wirklich keine Anfragen mehr, wie man irgendwas macht. Ich erkläre es nicht mehr. Ich ignoriere euer Schreiben einfach. Total, weil es kotzt manchmal an. Muss ich ehrlich sagen, aber mit diesem Video solltet ihr es eigentlich verstehen. Wenn ihr es dann nicht versteht, dann gibt es einfach auf, dann habt ihr nichts in dieser Sache zu tun. Oder ihr könnt dann nicht mithalten oder irgendwie so ein bisschen. Und zwar als erstes geht es um die CMS-Settings. Ihr geht in eure Datenbank, also PHP-Mail, dann gibt ihr eure Daten ein. Geht okay. Und dann habt ihr hier auf CMS-Settings diese Tabelle. Im Example seht ihr als Beispiel, was da reinkommt. Und im Belgium muss das Richtige von euch sein. Zum Beispiel die CMS-URL. Das wäre also der Hotel-Link. Zum Beispiel in unserem Fall servohotel.de. Dann im Example hier für den Client-IP, das ist die IP, über das das läuft. Da nehmt ihr eure Root- oder Phone-Server-IP rein. Auf dem Localhost können keine Leute bei euch reinkommen ins Hotel. Nur so nebenbei, ne? Dann der Client-Port ist standardmäßig 30.000, ist, damit der Emulator funktioniert. Und dann ein Client-Nus für den Client, damit der Emulator über den MUF-Port läuft. 30.001. Dürfte bei euch auch genau gleich sein. Dann ganz wichtig, die Client Variables. Die findet ihr, Achtung, das ist so gemacht, /r63/external-variables.txt oder txt heißt. Das bedeutet, es ist im Ordner r63 die Datei external variables txt. Das gibt ihr genau so ein. Wenn euer Ordner SWF heißt, schreibt ihr hier statt im Ordner R63, schreibt ihr hier rein im Ordner SWF. Und dann Client Text, das ist zum Beispiel links am Rand steht auch Katalog, Quest und den ganzen Scheiß-Tag oder allgemein die Texte im Hotel, die habe ich aus dem HVWI, aus der Kandidaten den External Text, External Flash Text vom HVWI gezogen, damit alles deutsch ist. Ja, im Ordner 63 external-flash-text.txt. So muss das sein. Kann aber auch Game Data heißen. Je nach dem Ordner, wo diese zwei Dateien drin sind. Dann euren Top-Size-Namen, da lasst ihr einfach alles so richtig, da braucht ihr nichts machen. Dann das CMS-Name ist selber, also der Name vom Hotel, erklärt sich vom selbst. Ein kleines SOS-Pass, also Fahrt. Das ist der Ordner 63, da wird einfach nur gefragt, wo ist der, wo ist euer Client, also euer Client SWF im Ordner 63. Dann Client Habo SWF, wo ist die Habo SWF für den Client drin? Sie befindet sich im Ordner 63 und ist der Datei Habo.SWF, ne? Verstanden. Hinten funktioniert sowieso nicht, außen Database raus und daher war es das dann eigentlich schon. Diese CMS-Settings 1 und 3, da braucht ihr nichts machen. CMS-Text, das sind die External Text, da könnt ihr selber nochmal hier die Arguments ändern, die dann in den Quests stehen. Das sind dann die Arguments. Ja, okay, ihr wisst die Arguments. Was bei Help-Topics und so, sind, ist halt für das Help-Tool da, wo die Fragen mit dann beschreibt. Dann mache ich im Moment einen komplett deutschen Katalog. Es scheint euch viel zu kosten, der kostet. Es kann euch, scheint euch viel Geld zu sein, aber
knapp hättet ihr als einer der einzigen Hotels aus Deutschland einen komplett deutschen Katalog, von mir selber übersetzt, hier wirklich alles per Hand. Und aufgrund der langen, wochenlangen, monatelangen, okay, wochenlangen, monatelangen Arbeit, kostet er auch dementsprechend 50 Euro. Und es ist, er bekommt dann auch alle dazugehörigen Dateien. Ihr müsst ihr nur in die Datenbank einfügen und die alten exportieren. So. Ihr müsst mitkommen, wenn ihr halt nicht mitkommt in dem Video. Es tut mir leid, dann habt ihr den Pech, anders kann ich es nicht erklären. In Klammern bei eurem Ordner unter HTLabs befindet sich ja bei mir jetzt nochmal unter Gatehop. Befindet sich aber euch hier so das CMS. Wie gesagt, den Test hier der Ordner 63 und dann halt die Datei zum Beispiel, wo wir eingegeben haben, external flash text, external flash rail, external variables oder halt, ja, die Habo FS, ist schon gescheit. Dann müsst ihr noch einstellen, nicht in den Ordner Config, da werdet ihr auch auf den Ordner Core verwiesen. Na komm, geh weg. Im Ordner Core befindet sich die richtige Config, die Daten, das Passwort hier unten eintragen, welche Datenbank kommt unten noch rein, Datenbank User und der Host, dann euer Seitenname, also in meinem Fall. Das Style haben wir, da braucht ihr nichts ändern. Und hier könnt ihr einstellen, ob Wartungsarbeiten im Hotel sind, wenn ich mir eben auf die Schule mit keiner mehr rein kann. Servo wird übrigens so, und jetzt alle, die fragen, was ist mit Servo los? Das Servo Hotel wird als Hotel zu den Zocken nicht mehr zurückkommen. Ihr könnt euch beschweren, wie ihr wollt. Es wird nicht mehr zurückkommen. Es zahlt sich nicht aus für drei User in diesem so ganzen Hotel da oben zu halten. Das sind einfach ups. Ja, passiert schon, sind halt die Umkosten, die da sich da nicht auszahlen, wie soll ich sagen, das passt halt nicht so zusammen. Ja, dann könnt ihr weiterhin die Servo CMS kaufen für 20 Euro, ihr wisst Bescheid. Ich würde mich freuen, wenn ihr, euch auch meine anderen Videos anschauen würdet, hier zum Beispiel GTA 4 oder tiefer. Oder auch meine neuen Let's Plays, wo jetzt mehr davon kommen wird. Wäre schön, wenn ihr euch die auch mal gucken würdet, vielleicht eure Meinung dazu geben würdet. Keine Ahnung. Es folgen auch noch mehr Habo-Videos. Ist so, was ich erstaunlich fand, dass auf einmal dieses Video Habo.de an die Stummschaltung von einem auf den anderen Tag auf einmal über 200 Klicks zu kommen, wie das möglich war, weiß ich jetzt nicht. 69 Abonnenten, noch ein Abonnent. Und dann kommt das Special. Was heißt, ich muss mir noch einfallen lassen. Ich habe nämlich keine Tempokan. Okay. Ich habe noch keine große, ja, keine großen Pläne gemacht, was ich da jetzt machen will, wenn noch ein Abonnent dazukommt. Aber wir können ja mal schauen, was sich das so machen lässt. Wie gesagt, jetzt erstmal hier die Pokémon-Folgen zocken von Pokémon Black 2. Let's talk about Habo ist ein neuer Part, den ich anziehen werde, also jede drei Tage. Vielleicht kommt morgen schon der nächste, wenn sich was tut, also wenn ich erst in 7 Tagen, je nachdem wie sich was tut, kommt ein Let's talk about Habo rein. Das war jetzt der Part 1, könnt ihr euch auch gerne angucken. Hat leider noch aufrufen bitte, aber wenn ihr es euch anschaut, das ist echt ziemlich cool von euch. Einfach in meinem Kanal vorbeischauen. Ich hoffe, dass ich demnächst auch YouTube-Partner werde, da meine Accounts hier, meine Videos hier monetarisiert wurden. Das heißt, ich mache jetzt durch die Videos auch noch Geld für mich selber. Wie viel das Geld, wie viel Geld ich da bekomme oder so, das darf ich euch nicht verraten. Sonst werde ich da ausgeschmissen aus diesem Programm. Aber für alle Videos, die hier monetarisiert sind, bekomme ich Geld. Also ich sehe hier 1036 Aufrufe und wie viele Kommentare hat das eigentlich? 67 Kommentare, ich dachte, aber ja, okay. Nein, darf ich euch dazu auch nicht sagen, das ist ein Verfahren. Peace out, Leute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen.
Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, erlaube ich jede Person eine Frage noch. Aber dann ist die Sache auch für mich durch, ganz ehrlich. Und dann werden zu fragen. Nuria, wann kommt der Bo wieder online, oder? Wie mache ich das mit meinem TMS da? Ach so, ja. Stopp, bevor ich das vergesse. Ihr habt mal gesagt, Xamp startet nicht. Ihr geht auf Google und ihr braucht eine ältere Xamp-Version. Ihr braucht Xamp.1.7.3, nicht 1.7.5 und dann funktioniert auch Apache. Okay, danke fürs Anschauen. Das war jetzt mal ganz grob durch und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Genießt das 20.15 Uhr, halbe Stunde, dann kommt Italien gegen England. England werde ich mir wahrscheinlich anschauen. Ich wünsche euch viel Spaß und Peace out, bis zum nächsten Mal, ciao.